So, hallo zu einem neuen Video. Wir werden heute ein Bauteil in 2D zeichnen. Ein Bild dieses Bauteils ist schon vorbereitet. Dieses Bild habe ich aus einem PDF mit dem Snipping-Tool erstellt. Das haben wir in einer der vorigen Übungen schon gemacht. Entweder wir ziehen das Bild direkt von einem Ordner bei Drag and Drop in das richtige Fenster. Bei mir funktioniert das nicht, wahrscheinlich weil ich einen neuen Treiber installiert habe. Es gibt eine zweite Möglichkeit. Wir haben unter den Flächenwerkzeugen das einzige mehrfarbige Bildchen. Das ist Bildebene hinzufügen. Und es wird hier gleich der Explorer geöffnet. Und ich kann das Bild anklicken, öffnen, sagen und dann lässt es sich hier importieren. Was ist das Besondere an dieser Datei? Da ist dieser Anschluss zwischen diesen zwei Grundelementen. Hier muss ein Bogen generiert werden, der über zwei Tangenten und einem Radius seine Anschlüsse findet. Ansonsten fangen wir da an, indem wir uns eine Achse zeichnen. Ah ja, wir können das Bild natürlich auf die richtige Größe bringen. Das ist jetzt wiederum nur zur Übung, weil wir das ja schon öfter gemacht haben. Wir gehen auf das Skalierwerkzeug 2D skalieren. Wir finden es in der Regel hier und wählen das Objekt. Das ist dieses Bild, rechte Maustaste. Und jetzt kann ich meinen Basispunkt und drücken wir die Shift-Taste und den Referenzpunkt wählen. Das ist der und dieser Abstand soll sein 32. Enter. Und jetzt haben wir dieses Bild in seiner Originalgröße, zumindest in etwa. Ja, wir haben ja dort eine sehr diffuse Linie, aber in etwa sollte das dann so stimmen. Und wenn wir das in der Originalgröße haben, können wir das auch gleich zur Kontrolle verwenden, ob das, was wir da zeichnen, auch so richtig ist. Also, ich habe jetzt da hier meine Achse, die werde ich jetzt gleich noch länger machen mit dem Skaliergriff von meinem Gumball. Dann legen wir hier noch die zweite, also die vertikale Achse. Horizontale Achse fest, können diese horizontale Achse auch noch mittig setzen. Das könnte man aber auch machen, indem man bei den Linienwerkzeugen den Punkt Linie aus Mitte verwendet. Dann lässt sich hier auf der Achse das einrasten, Shift-Taste drücken und dann wird aus der Mitte eine Linie aufgezogen. So, was haben wir? Wir haben hier zwei Kreise, einmal 32, einmal 64 Durchmesser. Achtung, wir haben hier die Kreismitte. Wir haben den Durchmesser schon eingestellt. Ich gebe einmal diese 32 ein. Rechte Maustaste. Noch einmal 64. Und wir haben diese beiden Kreise. Dann aus dem Mittelpunkt dieser Kreise ergibt sich noch ein weiterer Bogen oder bogenförmige Linie, und zwar dieses Objekt da herinnen und auch dieses weitere besteht aus einem gebogenen Ring mit sauber abgesetzten Rundungen. Dazu wollen wir jetzt mal
diesen Winkel hier festlegen. Der Winkel gibt mir wiederum den Mittelpunkt des Verrundungsobjektes hier an. Und deshalb machen wir das gleich. Wir könnten hier nehmen, in den Satirenzeichen einfach eine normale Linie. Und die liegt jetzt da. Und diese Linie werden wir jetzt halt einfach drehen mit dem Drehwerkzeug. Wir schnappen wieder den Drehpunkt ein, zeigen uns den Vektor und geben ein 35 dividiert durch 2. Einmal. Und diese Linie könnten wir jetzt mit anderen Vorzeichen noch einmal zeichnen. Wir können aber diese Linie spiegeln mit dem Spiegelwerkzeug um diese Achse und dann haben wir das genauso gemacht. Wir werden jetzt diese Objekte gleich sauber sortieren. Dazu gehen wir auf die Ebenen und in einer, also bei mir sind immer mehr Ebenen, generiert eine neue Ebene und die nenne ich Hilfslinien. Und auf diese Ebene Hilfslinien lege ich meine ganzen Hilfslinien, das heißt, ich markiere das, das und rechte Maustaste und sage Objektebene ändern. Können wir noch eine andere Farbe vergeben, damit das auch sichtbar ist für uns. So können wir das aber lassen. Ich bleibe auf dieser Hilfslinie, das heißt, ich klicke doppelt, dass das Häkchen bei den Hilfslinien liegt. Es ist auch blau hinterlegt, das heißt, das ist die aktive Ebene und zeichne einen weiteren Kreis mit Radius 96. Radius, Achtung, müssen also hier oben wieder umstellen und geben Radius 96 ein. So, damit das noch besser zur Kontrolle geht, verschiebe ich das, oder? Richtig. Im Übrigen könnten wir da jetzt sofort eine neue Ebene machen und diese neue Ebene nennen wir Bild und verschieben dieses Bild auf diese Ebene. So, jetzt können wir jederzeit dieses Bild ausblenden. Wir können auch die Hilfslinien ausblenden und sehen dann unsere Konstruktion. Jetzt brauchen wir im Abstand von 32 einen weiteren Kreis oder einen weiteren Kreisbogen. Und das können wir jetzt generieren, indem wir den Radius minus der Hälfte dieser 32 verwenden und einen neuen Kreisbogen machen. Wir könnten aber auch hergehen und im Kurvenwerkzeug, und zwar im Kurvenändern-Werkzeug, den Punkt Parallelkurve verwenden. Parallelkurve erzeugt ausgehend von einer vorgegebenen Kurve ein paralleles, vergrößertes bzw. verkleinertes Objekt oder eine neue Kurve, eine versetzte Kurve. Der Abstand ist 32 dividiert durch 2 und wir können jetzt hierher klicken und mit unserem Cursor entweder außerhalb oder innerhalb des Objektes klicken, einmal außerhalb, dann noch einmal und einmal innerhalb und ich habe diese beiden Kreise. Gut. Jetzt können wir das aber auch schon trimmen. Ich gehe davon aus, dass wir hier den Mittelpunkt für unseren Verrundungskreis haben. Wir können das auch gleich kontrollieren, indem wir einen Kreis eingeben, der hier sauber liegt, rechte Maustaste, und hier noch einmal. Und können jetzt diese Objekte trimmen. Gehe also auf Trimmen, markiere alle zugehörigen Objekte und trimme jetzt einmal das, das, das
das, 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 das. So, jetzt nehmen wir nur diese Objekte hier, lege die auf meinen Standard, auf meine Standardebene und habe jetzt dieses Innenteil gemacht. Nachdem wir diese Teile verbunden haben, können wir jetzt, um nicht wieder alles zu zeichnen, genau gleich vorgehen und diese äußere Linie, die ja eine versetzte Kurve der inneren Linie ist, können wir die wieder machen. Ohne rechnen zu müssen, können wir hier einen neuen Kreis setzen. Radius 32. Und der liegt jetzt hier. Und jetzt könnte ich dieses Objekt nehmen, Parallelkurve anwählen und, 16 weitere, ja, das ist eh schon okay. Also geht es ja eh nur um 16, das passt schon so. Und haben schon dieses nächste Objekt, lege ich auch wieder auf die gleiche Ebene. So, jetzt brauchen wir noch diese beiden Anschlüsse. Und ich gehe davon aus, und das können wir gleich testen, dass diese Linie, das heißt, ich versuche das jetzt mit einer Linie nachzuzeichnen, um den Mittelpunkt zu suchen, beziehungsweise den Schnittpunkt zu suchen. Ich gehe jetzt hierher, drücke die Tabulator-Taste, dann wird diese Richtung fixiert und kann jetzt diese Linie darunter zeichnen und wir sehen, sie geht perfekt durch diesen Mittelpunkt. Also können wir das so zeichnen. In dem Fall brauchen wir keine besondere Linie, die von Tangente zu Tangente geht, da wir ja nur eine Tangente brauchen und wir haben dort den Mittelpunkt. Und das lässt sich jetzt mit diesem Tangentenfang auch sehr gut lösen. Ich nehme also die Linie, lasse da unten einrasten und suche mir jetzt hier die Tangente. Linie rastet ein, das ist da. Rechte Maustaste, das Gegenüber auch noch schnell. Das könnte man natürlich dann spiegeln. So. Und jetzt legen wir die wieder da drauf. Doppelklick, damit wir in Zukunft auf dieser Standardebene zeichnen. Und jetzt brauchen wir noch diese Verrundung in dem Fall mit dem Radius 26. Das geht nicht mit einem normalen Verrundungswerkzeug, sondern hier müssen wir eine Funktion, die Tangente hier, die Tangente hier und den Radius uns angeben lässt. Und da gehen wir natürlich in den Kreis und suchen da die entsprechende Funktion. Kreis um Kurve ist es nicht. Kreis, Tangente, Tangente, Radius. Das ist genau das, was wir brauchen. Wir suchen eine Tangente hier, wir suchen eine Tangente hier und wir geben einen Radius von 26 ein. Ja, und gebe jetzt da einen Radius von 26 ein. Halt. Okay. Da wird irgendwas falsch gemacht. Noch einmal. So, noch einmal. Kurve hier. Hier und Radius 26, so ist es. Gleiche können wir gleich nochmal da herum probieren. Kurve hier, Kurve hier, Radius 26. Gut, dafür gibt es natürlich auch einen Bogen, eine Bogenfunktion, die dasselbe kann, Tangente, Tangente, Radius. Das heißt, wir können das dann nochmal löschen, zeigen wir das einmal so.
wählen Tangente, Tangente, Radius, das heißt die rechte Maustaste. Wir nehmen Tangente, Tangente, 26. Jetzt möchte das Programm nur wissen, auf welcher Seite. Wir zeigen also in diese Richtung und dann haben wir das so gemacht. Wenn wir das mit einem Kreis machen, brauchen wir dann halt noch einmal dieses Trimmwerkzeug, wo wir das wegtrimmen können. Und jetzt brauchen wir das Trimmwerkzeug natürlich noch einmal. Um diese Objekte wegzutrimmen. Und jetzt haben wir eigentlich das Objekt schon fertig gezeichnet. Danke sehr.